In Deutschland leben 7,5 Millionen Menschen, die Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Über die Hälfte davon sind erwerbstätig und arbeiten unter anderem im Garten-, Dienstleistungs- oder Baugewerbe. Das Projekt Basiscom von Arbeit und Leben hilft den betroffenen funktionalen Analphabeten, ihre Arbeitssituation durch Grundbildungsangebote zu verbessern und bietet Firmen an, die Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Dr. Jens Mattes ist Projektleiter von Basiscom bei Arbeit und Leben Sachsen. Er weiß um die Probleme bei den Unternehmen. Nicht jedem Unternehmen gelingt es, dem am Arbeitsmarkt oder in eigenen Unternehmen nachgefragten Fachkräfte zu gewinnen. Und so neigt doch der ein oder andere Unternehmer dazu zu sagen, Hauptsache mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin ist pünktlich fleißig engagiert. Was die fachlichen Kompetenzen sind, bringen wir dann noch bei. Und im Laufe der Zeit stellt man dann eben fest, naja, gibt vielleicht das eine oder andere Problem eben im Lesen, Schreiben, Rechnen. Und wo man dann vielleicht dazu geneigt ist zu sagen, den müssen wir wieder entlassen und da setzen wir dann an. Andreas N. ist einer der betroffenen Arbeitnehmer, der am Projekt Basiscom teilgenommen hat. Meine Arbeitsaufgaben sind Mülltonnen rausziehen, Rasen mähen, Hecke schneiden, notieren, Sachen aufschreiben. Ich habe so ein Wochenbuch, wo ich jetzt jede Arbeit, die ich ausführe, wird halt notiert dort. Oder sagen wir mal, jetzt, wenn eine Reparatur stattgefunden hat, das muss dann eingeschrieben werden dort. Aber das mit dem Notieren wurde für Andreas N. zunehmend zu einem Problem, das auch seinem Vorgesetzten auffiel. Der Herr N. wurde uns über das Arbeitsamt vermittelt, hatte sich hier vorgestellt, machte einen sehr interessierten und aufgeschlossenen Eindruck. Zu diesem Zeitpunkt war uns allerdings nicht bekannt, dass er des Lesens und des Schreibens wenig bis gar nicht mächtig war. Im Rahmen der Dokumentation seiner Aufzeichnungen stießen wir dann auf arge Defizite im grammatikalischen Bereich von den Schriftzügen her, sodass wir in einem persönlichen Gespräch ihn baten, sich darüber zu äußern, was er auch bereitwillig tat. Juri G. war ebenfalls Teilnehmer beim Projekt Basiscom, denn auch in seinem Arbeitsbereich wird Lesen und Schreiben zunehmend wichtiger. Wir machen eine kleine Dokumentation, wir schreiben Zeit erst einmal und dann, wie viel Mann war das und was haben wir gemacht. Ansonsten, wenn wir sind fertig, dann wir rufen den Chef an, fragen noch, vielleicht haben wir noch was dazu und dann fahren zum neuen Objekt oder... Dr. Jens Mattes versucht für Basiscom über verschiedene Zugänge, wie Beratung mit Unternehmensverbänden, Kontakte zu Firmen aufzunehmen, die sich zurückmelden und mitteilen. Also wir haben mögliche Betroffene, mit denen würden wir im Laufe der nächsten Zeit sprechen und uns dann wieder bei ihnen melden. Wir stellen also auch im Erstgespräch mögliche Unterstützungsleistungen näher vor. Und dann meldet sich das Unternehmen im Regelfall zurück. Und dann unterzeichnen wir eine Kooperationsvereinbarung. Das ist die Kooperationsvereinbarung mit der B&R, wo unsere möglichen Unterstützungsleistungen aufgelistet sind, wo wir sagen, die Teilnehmer, die also das Unternehmen dann hier möglicherweise entsendet, gehören zur Zielgruppe der funktionalen Analphabeten. Doch nicht immer ist der Einstieg in die Firmen einfach. Um Skepsis zu überwinden, hilft oft eine Frage aus der Praxis. Wenn man dann aber mit einem konkreten Angebot einsteigt und sagt, wie sieht denn das aus, kann denn Ihr Beschäftigter tatsächlich jetzt das Baustellenprotokoll ausfüllen? Also dass so ein Baustellenprotokoll oder zum Beispiel ein Bautagesbericht, das ist ein solches mögliches Formblatt. Stellt natürlich, wenn das vielleicht eine kleine Baustelle ist und da sind zwei Leute beschäftigt, und nicht noch ein hochqualifizierter Vorarbeiter, den einen oder anderen natürlich vor enorme Herausforderungen. Und wenn man dann sagt, wir leisten Ihnen einen Beitrag, dass Ihr Beschäftigter oder Ihre Beschäftigten mit diesen Protokollen, Trink- und Schmerz- und Sturz- und Protokolle aus dem Bereich Pflege oder zum Beispiel auch Baudokumentation, leisten wir einen Beitrag, kommt sofort der Klick und dann wird gesagt, brauchen wir eigentlich. Mit den Instrumenten Betriebs- und Basiskompetenzcheck werden die konkreten Grundbildungsbedarfe im entsprechenden Unternehmen erhoben, um eine arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung zu gewährleisten. Unsere Weiterbildung, die wir inzwischen anbieten,
sind prinzipiell arbeitsplatzbezogen. Und das heißt, wir sagen, wir verbessern die Schreibkompetenz und Rechen und so weiter und Lesekompetenz immer in Bezug zum Arbeitsplatz. Zum Beispiel Umgang mit Dokumenten. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass eine Vielzahl unserer Beschäftigter sehr zufrieden ist oder sagen wir mal mit einem beruhigten Gefühl hinterher wieder rausgeht. Das, was die Geschäftsleitung von uns verlangt oder was vielleicht der Vorarbeiter von uns verlangt, das können wir jetzt eigentlich leichter. Das Projekt BasisCom, Basiskompetenz am Arbeitsplatz stärken, ist somit für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Mit Erfolg. Und im Nachhinein die Unternehmer als auch die Teilnehmer in den Seminaren sind dann immer sehr dankbar und sagen, Mensch, das hilft uns jetzt wirklich leichter, auf solche Dinge zuzugehen. Und wenn ich von mir ausgehe, der Drucker funktioniert nicht, jetzt musst du dir die Bedienungsanleitung durchlesen, ist auch für mich manchmal eine Herausforderung. Sicherheit ist da, also das ist schon klar, aber zum Wohler, ja, man kann halt jetzt ein bisschen besser schreiben als vorher. Ne? Also das können auch Leute lesen jetzt, nicht wie es vorher war. Also offen an die Sache rangehen und selber versuchen, Wege zu machen. Also Volkshochschulen besuchen, nachfragen, ja, was so ist. Vielleicht im Betrieb, Möglichkeiten gibt es immer.